Shalom Aleichem, I'm Rachel Schechter, editor of the Favetz. Welcome to Yiddish Word of the Day. Today we'll discuss the number 100. Hundert. Hundert. Der Jahrhundert is the century. Der Jahrhundert. And if you want to say the 21st century, the number 21 is einundzwanzig. Notice we say 1 and 20, not 21. Einundzwanzig, and the expression is der einundzwanzigster Jahrhundert. Der einundzwanzigster Jahrhundert. Der Hunderter is the $100 bill. Der Hunderter. A popular expression is bis hundertundzwanzig. May you live to 120. Bis hundertundzwanzig. Why 120? That's the age that Moshe Rabbeinu, Moses, died. Bis hundertundzwanzig. And when you're asking an older person how old he or she is, it's nice to say it like this. Wie alt seid ihr bis hundertundzwanzig? How old are you? May you live to 120? Wie alt seid ihr bis hundertundzwanzig? And here are two proverbs that have the word hundert in them. The first one is, me lebt hundert Jahr und me starb danach. You can live to 100 and still die a fool. Me lebt hundert Jahr und me starb danach. And the last one, this is for somebody who has many different jobs and somehow still can't manage to make ends meet. You could say, hundert meloches und wenig broches. 100 different jobs, but not too many blessings. Hundert meloches und wenig broches. So let's review. I'll say the word or expression, you repeat after me. Hundert. Hundert. Der Jahrhundert. Der Jahrhundert. Der einundzwanzigster Jahrhundert. Der einundzwanzigster Jahrhundert. Der Hunderte. Der Hunderte. Bis hundertundzwanzig. Bis hundertundzwanzig. Wie alt seid ihr bis hundertundzwanzig? Wie alt seid ihr bis hundertundzwanzig? Me lebt hundert Jahr und me starb danach. Me lebt hundert Jahr und me starb danach. Hundert meloches und wenig broches. Hundert meloches und wenig broches. I hope you enjoyed our Yiddish word of the day. Until we meet again, stay safe and healthy, or as we say in Yiddish, seid gesund.